Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4. Philipp ist traurig, weil wir so lange nicht mehr aufgenommen haben. Wir haben ihm keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und weil es noch 4 Wochen dauert, bis das neue große Update rauskommt, das Update für die Säuglinge, wir kriegen sie ja endlich. Und dann auch für das, sagen wir mal, Generationen-Erweiterungspack ohne Kinderwegen oder Gehhilfen, warum auch immer. Das heißt ja zusammenwachsen und ja, ich bin mal gespannt, was da so alles kommen wird, was wir alles kostenlos reinbekommen und was wir in dem Erweiterungspack reinbekommen. Und das Gute ist, mein Computer war ja bei der Reparatur und ich musste fast 3 Wochen darauf warten. Und was ich nicht so toll fand, ist, dass man mir nicht so gesagt hat, ja, was jetzt los ist, wird mein Computer schon angeschaut, weiß man denn überhaupt, was los ist, sondern man hat einfach nur eine E-Mail geschickt, ja, hier ist die Rechnung und genau, und dann wird dein Paket verschickt und dies und das, ja. Gut, ja, die Garantie ist abgelaufen, deshalb musste ich für die Reparatur beziehungsweise eigentlich für das Anschauen bezahlen, na egal. Kurze Rede, langer Sinn oder so. Wir schauen uns dabei auch an, wie Philipp arbeiten geht. Genau, die Wände hoch. Räusper. Und wer wohnt denn da? Ja, das sind leider so Dekohäuser, die eine Dekostadt. Ja. Gut, also da muss Philipp hin und wir müssen etwas drehen. Genau, einen präklinische Pharmazeutika, also eine Werbung. Genau, er ist ja Statist und er war halt trainieren und deshalb ist er etwas traurig. Also das ist wahrscheinlich sein Grund, warum er traurig ist. So, dann wollen wir mal Philipp in die Arbeit schicken. Natürlich fängt er nicht da an, wo wir ihn hingeschickt haben. Ich meine, ach hier. Sondern, genau. Also, er muss mit jemandem am Set tratschen. So, wen haben wir denn da? Bella Grusel. Dann haben wir hier Vanessa Jung. Hier haben wir Judith Ward. Sie ist nur Statistin. Cool, cool. Ich bin, glaube ich, etwas erkältet. Also, ich glaube, ich brüte da was aus. Also, wen können wir denken? Wir sollten natürlich erstmal den Regisseur beziehungsweise die Regisseurin Keiko Nakayama kennenlernen. Drücken wir einfach auf freundlich vorstellen. Und dann, hoppala. Genau. Wir müssen ja ein paar Kontakte sammeln. Vitamin B ist sehr wichtig in der Schauspielkarriere. Ich finde auch, die Schauspielkarriere ist von den spielbaren Karrieren am besten. Danach würde ich sagen, die Polizei und dann, glaube ich, die Wissenschaftskarriere und dann erst die Arztkarriere. Ja, aber nur wegen, weil man da nicht so viel zu tun hat. Beziehungsweise, man hat viel zu tun, aber... Oh Gott, mir läuft die Nase. Hallo, ich bin Philipp, ich bin Schauspieler. Ja, das glaubst auch nur du. Gut, du musst jetzt tratschen. Dann tratsch mal mit dir. So, wo haben wir denn Tratschen da? Tratsche. Genau, so. Also, sieht unser Set aus. Aha, wie ein Krankenzimmer. Da müssen wir Werbung für irgendeine Pharmazeutika machen, die uns alle wieder gesund machen. Ja, genau. Gut, du hast es geschafft. Weißt du, was sie arbeitet? Nein, dann wollen wir natürlich erstmal fragen, was macht sie denn so genau? Fragen wir nach Karriere. Es gibt noch ein Update. So, Hörgeräte. Ja, cool, danke. Hörgeräte und so andere Sachen. Dann, gut, dann sollten wir jemanden nach seinem Tag fragen. Da frag sie doch nach ihrem Tag. Tagi, tagi, dag. Dag, dag. So. Ach, da. Gut. Also, wie ist das so ihr Tag gewesen? Er war ganz okay, ja. Ja, gut. Also, Szene mit Co-Star einstudieren können wir ja machen. Wer ist denn mein Co-Star? Ich vermute mal sie.
Ja, die Vanessa Jung. Dann wollen wir mal versuchen vorzustellen. Sehr gut, fängt schon gut an. Was ist der denn für eine Frisur? Du hättest ja auch, egal. Also das ist dein Co-Star, Vanessa. Oh, 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 wow, wow, wow. Hallo, ein Newcomer. Okay, was willst du? Ach, du bist mein Mitschauspieler, mein Co-Star. Bäh. So, gut. Das fängt ja schon mal gut an. Das können wir nicht erfüllen. Dann sollten wir uns mal frisieren und schminken lassen. Dann klicken wir hier drauf und dann, genau, wir hätten uns ja erstmal vorstellen können. Ja, egal. Er fühlt sich nicht gut, er ist nicht in Stimmung, sich vorzustellen. Er stellt sich lieber im Supermarkt vor jemanden an der Kasse. Also ich muss geschminkt werden, frisiert. Okay, dann setz dich mal hin. Auf den magischen Stuhl, mein Hübscher. Das schau mir mal an. Passt es zu deinem Teint? Ein bisschen Make-up. Ja, genau so in deine Fresse. Und dann ein bisschen Haarspray mitten ins Gesicht. Voila. Du bist wunderschön. Oh nein, es ist mir doch nicht gelungen. Ich habe wohl in der Stylist-Schule nicht gut aufgepasst. Jetzt müssen wir das wegpudern. Aha. Was ist da los? Schlechter Witz. Ah, okay. So. Ah, da ist ja die Bella Grusel. Ist ja auch Schauspielerin. Je, wie sieht er denn aus? Ohne Bart. Es ist lustig, dass da irgendwie blonde Haare runtergeschnippelt werden. Bella mit ihren Text und will, ist wahrscheinlich die Nächste, die ihre Haare frisiert bekommt. Nein. Das sieht nicht gut aus. So, und jetzt bist du wunderschön. Nach dem dritten Versuch haben wir es endlich hinbekommen, dich wunderschön zu bekommen. Danke. Dann gehe ich mal rüber und lass mich umziehen. Navaiyosau. Oder so, Sua. Sieht interessant aus. Ich finde, die sieht interessant aus. Also so, ich ist ziemlich selten. Dich werden wir mal abspeichern, meine Liebe. So, auf jeden Fall brauchst du erstmal ein Outfit für deinen Auftritt. Dann schauen wir mal, was wir für dich tun können, Schätzchen. Ja, die Maße ist, du bist sehr, sehr schlank, mein Lieber. Du bist der perfekte Arzt. Danke. Gut, dann wollen wir dann mal hier sagen, dass wir bereit sind. Genau. Ja. Ich bin ein bisschen nervös. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das schon mal gemacht. Ja, damals. Philipp, damals. Also ich wäre jetzt bereit für die Szene. Okay, dann geh mal auf die Bühne. Hopp, hopp. Okay. So. Achso, vielleicht solltest du hier einen riskanten Witz erzählen. Nur erzähl mal einen Witz vom Onkel Fritz. Haha, lustig. So, Patientenbehandlungsszene aufführen. So, dann. Warte, da muss ich bereit sein. Bombufa! Yibs! Soli Bombo! Soli Boopark, Wuffaloi? Aha. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass es so gut läuft. Naja, er hat's geschafft. Dann, Patientenbehandlungsszene aufführen. Genau. Machen wir ein paar Fotos fürs Thumbnail. So. Also, ich werde dann bereit. So, ja. Aber Globi.
Buddish. Sisha Pimboy. Genau, das wird lustig, lustig. Sondern muss irgendwo das die Sims-Dings hinpassen. So, dann machen wir das so. Perfekt. Also wir müssen da mal untersuchen, ob sie krank sind. Gut, und dann sind wir jetzt bereit. Ach, da hier, da muss man drauf. In diese Box. Dann können wir mal schauen, was da so passiert. Hinter den Kulissen. Die schauen zumindest zu. Also, finde ich toll. Sehr realistisch. So stelle ich mir das vor. Das ist auf einem Set in einem Studio. Abgeht. Die stehen einfach nur rum. So, keine Ahnung, was ich da rede. Oh ja, Philipp hat Hunger. So, das war doch gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann, ja, gut. Das ist halt blöd jetzt. Jetzt kennt er sie nicht. Na egal. Was geht halt? Nur versuch's weiter. Oh, jetzt ist sie traurig. Na gut, er wird nichts mit kennenlernen. Er muss jetzt nach Hause. Ja, ja, ja. Also, der erste Drehtag war doch mal supi. Und er ist jetzt ein Statist. Was war denn vorher? Genau, Werbesprecher wird er dann. Egal. So, wir brauchen ein neues Casting. Jetzt schaue ich mal in mein... habt ihr gute Castings für mich? So, oioioi, machen wir hier salziger Sud-Werbespot. Das hatten wir gerade, dann nehmen wir das da. Scheibs. Oh, cool, das kann er auch noch nicht. Aber wir könnten ja essen gehen, wir haben ja genug Geld. Dann würde ich schnell pausieren und dann sehen wir uns gleich wieder, falls ich Restaurants platziert habe. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Bis gleich. Also, wir sind jetzt beim Restaurant angekommen und es sollte ja dieses, wenn man pausiert und der Kopf dreht sich weiter, Bug gefixt worden sein. Nein, nein. Wirklich nicht, nein. Wurde nicht gefixt. So, also wir sind in diesem Restaurante, Ristorante, Alente. Und was macht das da unten? Ja, genau, dann gehen wir hier mal am Tisch bieten. Bist du? So, ein Hello Morlin. Er ist eigentlich Lehrer. Ah, für dich. Jeder, der das Highschool-Erweiterungspack hat, weiß das. Hallo, ich hätte gerne einen Tisch für eine Person. Wenn es sein muss. Na dann, komm mal mit. Oh, wir haben gerade verfügbare Tische. Komm her. Also, und nicht so viel erwarten. Okay. Könnt ihr mich zum Tisch bringen? Ich weiß nicht, wie das geht. So, wen haben wir denn da? Mortimer kennst du noch gar nicht. Dann ist es ja die perfekte Gelegenheit, Mortimer kennenzulernen. Und deine Charisma-Fähigkeit zu erweitern. Official Logo, wer bist du? Kado Akiyama. Hey, hey, ich bin Philipp. Oh, hallo, ich bin Mortimer. Mortimer Grusel. Dann wollen wir ihn mal kennenlernen. So, wo ist denn kennenlernen? Simona Cassana Also. So. Ist dann schwierig hier. Da, kennenlernen. Ah, da ist ja die interessant aussehende Sim. Ich werde sie natürlich umbenennen, ja. Wo ist das? Könntest du vielleicht das machen, worum ich dich gebeten habe? Dankeschön. Ich hoffe, dass sie einiges fixen und ich bin mal gespannt, was sie da so reinbringen, das kostenlose Update. Also, was kann ich für dich tun, junger Mann? Wie soll ich denn sprechen? Weiß ich noch gar nicht. Habe ich einen Namen gesprochen? Ich glaube, du hast ja eine tiefe Stimme.
Imke Floof? Also, putzen Sie gerne. Nein, dafür habe ich Angestellte. Bücherwurm. Und du musst deine Charisma-Fähigkeit verbessern. So. Dann, ja, noch ein paar Mal. Du sollst keine Witze erzählen, das steigert nicht deine Charisma-Fähigkeit. Also, Sie haben ein tolles Lächeln. Ey, danke schön, danke schön. Freut mich sehr, dass dir mein Lächeln gefällt. Na also, geschafft. Aber ich gehe wieder zurück an meinen Tisch, ich muss was bestellen. Tisch bestellen, ja, labert mich nicht voll. Ah, okay. Also, was möchte er denn trinken? Spukender Landsitz Meloir. Nein. Also, das ist, was mich nervt. Immer dieses findet. Jacques Lachier findet Philipp Güver klasse und möchte beste Freunde werden. Das sollten die mal sich näher anschauen. Aber natürlich, natürlich. Da ist er ja. Er ist eigentlich hungrig, aber sehr gut. Also, ja, gut. Aber er kann ja noch was zu essen bestellen. Nachträglich. So, was gibt's denn hier Leckeres zu essen? Blah, ich hasse Oliven. Oliven sind so eklig. Na egal. Naja, wenn das die Empfehlung ist, dann nehme ich eine leckere Hähnchenbrust. So. Und jetzt sind sie beste Freunde. Wenn du wüsstest, was noch passiert. Ja, das ist, ich glaube, das ist ein bisschen verbuggt. Oh, ich habe mir vergessen, es ist wahrscheinlich, ich bin ja so ein Dummerchen. Oh. So, das kann sich ja nur um Stunden halten. Außer er geht durch die Wand, dann wird es schneller gehen. Bisschen laut. Ah. Wow, da hast du dir positives Feedback für deine Werbespotaufnahmen geschickt. Wir wissen noch nicht, wie wir damit umgehen sollen. Normalerweise schicken wir eines unseres Standard-Entschuldigungsschreiben für eine schlechte Performance und dann müssen wir neu drehen. Gute Arbeit. Aber komm ja nicht auf die Idee, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, du Loch. Sehr schön. So, du kannst dich ja wieder hinsetzen. Also, er hat schon mal mit Mortimer Grusel kennengelernt. Bella, das werden ja seine Freunde sein. Oh, ist das laut. Und was ich schade finde, es wäre halt schön, wenn man zum Beispiel den Ehepartner nicht sehen könnte, sondern man muss erstmal nachfragen, mit wem bist du verheiratet, mit wem bist du zusammen? Ja, aber wer weiß, was noch alles kommt. Und was ich auch schön fände, das würde ja gut zu dem Säuglings-Update passen, dass da irgendwie so Familienmitglieder, das soll ja irgendwie irgendwas überarbeitet werden. So, jetzt kriegen wir das Essen noch in dieser Folge oder nicht? Aber gleich müssen wir die Folge beenden. Ja, so ist das. Das sieht nicht so lecker aus, das wollen wir nicht essen. Gott, wer ist das? Charlotte Wagner. Sieht auch interessant aus. So habe ich einige, so sehen halt manche Sims, so finde ich halt. Also, es gibt halt Sims, die sehen interessant aus, wie diese zum Beispiel. Ihn muss ich interessant finden, weil er schaut uns so an. Und wo war die andere? Irgendwo. Und so kommt es dann, dass manche Sims einen Partner haben. Ich habe keine Ahnung, was ich da laber. Aber der hat gruselig geschaut. Der Takumi Wada. Charlotte Wagner. Ich glaube, die ist nicht mehr da. Egal. Also gut, wir haben das sogar geschafft, in dieser Folge das Essen zu bekommen. Aber leider, Philipp,
Auch wenn das sehr lecker aussieht und ich weiß nicht, wo dein Getränk ist, aber egal. Ach so, das habe ich aufgegeben. Genau, also, falls euch die Folge gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben geben, ein Abo dalassen und das nächste Mal wieder einschalten bei einer neuen Folge von Die Sims 4. Und ihr könnt in die Kommentare schreiben, was wünscht ihr euch, so was noch bei Die Sims 4 kommen soll. Dann sage ich ciao und bis bald.